8 Jahre mit Drohnenvideos auf YouTube. Mensch, wie die Zeit vergeht. Es fing an mit dem Q500 von Unique. Ein solides, aber schon etwas behäbiges und windanfälliges Gefährt. Und gleich beim ersten Flug manifestierte sich das Meme von der offenen Heckklappe. Hakelige Aufnahmen, wüste Schwenks und elendlange Sequenzen. Das waren die Anfänge. Nicht seltener waren die Videos 20 Minuten lang und länger. Und das hat mich immer gestört, wenn ich was rausschneiden musste. Da strengt man sich an, gute Aufnahmen in den Kasten zu bekommen. Und ja, und dann soll man die wegschneiden? Das geht doch gar nicht. Im Laufe der Zeit wurde das aber besser und der Kanal, den ich eigentlich nur eröffnet hatte, um die Videos für mich nicht ständig auf einer Speicherkarte rumtragen zu müssen, wuchs und wuchs. Nach den ersten Flugversuchen im nahegelegenen Industriegebiet wagte ich mich dann auch an Erste in der Gegend. Das alte Pumpspeicherkraftwerk hatte eine besondere Anziehungskraft. Und bei den ganzen Hochspannungsleitungen in der Luft hatte ich beim Fliegen immer ein flaues Gefühl. Und als das flaue Gefühl überwunden war, kam der nächste Gedanke: Mensch, du bist ja mitten überm Wasser. Den Bismarckturm an der Hohensieburg habe ich auch nicht nur einmal umflogen. Wenn ich die Videos heute so betrachte, muss ich sagen, dass der Q500 schon ziemlich geile Aufnahmen gemacht hat. Und natürlich der obligatorische Landehopser von Unique. Und wieder die Hohensieburg aus einer anderen Perspektive. Und am Kattenohl auf den Höhenzügen über Hagen standen damals schon reichlich Windmühlen. Vorhin wieder das typische Bild mit der offenen Heckklappe. Unser Hund war damals noch im Auto, denn er hatte panische Angst vor dem Kopter. Phoenix Best in Dortmund. Schwierig zu fliegen, da es in der Einflugschneise Darfens liegt. Man muss sich da also sehr konzentrieren, nicht zu hoch zu fliegen, sonst wird man vom Tower gleich gesehen und
besucht. Bei unseren Besuchen blieben wir aber immer unbehelligt, was wahrscheinlich zurückzuführen ist, dass ich mich natürlich immer strikt an alle Regularien gehalten habe. Natürlich ging der Kopter auch mit auf Reisen, hier nach München und zu einem Flug an der Isar. Über die Rampe in der Mitte des Stauwerks fahren im Sommer die, naja, Trinkerflöße. Und spätestens beim Flug über die Burgruine Hardenberg habe ich mir dann doch ein bisschen geärgert, dass ich nicht schon 2015 einen Kopter gekauft hatte, als wir in Schottland waren. Hier die Pkw-Halden in Emden, die auf ihre Verschiffung warten. Das Emden-Video war übrigens 45 Minuten lang, was selbst für meine Verhältnisse verdammt lang war. Erstaunlicherweise wurde es oft geklickt. Einige Jahre später sagte mir mal ein Polizist in Norwegen, als er mich um meinen Kopter kontrollierte: No people, no problems. Gut, das war einige Jahre später. Hier habe ich das noch nicht so sehr berücksichtigt. Ja, und dann entdeckte ich den Kopterclub in Hagen. Eine sehr coole und engagierte Truppe aus Hagen, mit denen ich heute noch hin und wieder fliege. Benno flog damals schon die DJI Inspire. Und Leute, das ist heute noch ein imposanter Vogel. Damals kam es einem vor wie eine Begegnung mit der Enterprise. Wie sagt man so schön, der schlimmste Feind des Guten ist das Bessere. Und so wechselt ein Q500 auf den Unique H480. Man sagt aber auch, Irren ist menschlich. Dazu aber später mehr. Der Hund hatte sich übrigens auch ans Koptern gewöhnt und war jedes Mal hellverrückt, wenn wir losfuhren. So viel zum ersten Teil. Später folgt mehr.